Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Können Sie mich hören? Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung an die Ost. Ich bin begeistert. Als Prorektorin mit Lehre frage ich mich die ganze Zeit, ich bin hier rumgelaufen, habe mir das so angeschaut, wie schaffen Sie es, dass Ihre Studierenden ihr Studium abschließen? Hier ist es so schön. Wer kommt auf die Idee, hier wegzuwollen? Finde ich ganz fantastisch. Ja, Wahnsinn. Und dann freue ich mich natürlich sehr, hier zu sein. Mein Enkel Nelio ist in Männedorf aufgewachsen. Ich bin sicher, ich habe auf den Spielplätzen der Motorsänger schon manche Stunde verbracht. Auch das ist schön, so ein Wiederkommen. Rapperswil ist ein Ort, mit dem ich auch Erinnerungen aus der Familie verbinde. Also danke für die Einladung. Wo ist er, der Christoph? Als Historikerin bin ich zuständig fürs Mittelalter. Die langen 1000 Jahre zwischen 500 und 1500 von der Völkerwanderung bis zur Kolumbus. Mein Schwerpunkt in der Nachhaltigkeitsforschung liegt in der Kreativitätsforschung und lässt sich in folgender These zusammenfassen. Homo sapiens ist ein wahrer Transformationskünstler. Veränderung war sein ständiger Begleiter seit den Anfängen damals, vor 100.000 Jahren oder 300.000 Jahren, je nachdem, wo wir anfangen, als er aus der Wiege in Afrika dann im Grunde 5 Kontinente besiedelt hat. Mein Vortrag heute, Baustoffrecycling, Frauen-WGs und Urban Gardening, versucht hier sozusagen ein paar Impulse und Anregungen zu bieten. Ich möchte jedoch ein paar Minuten darauf verwenden, Ihnen meinen Ansatz etwas näher zu bringen. Im November 2022, manche von Ihnen erinnern sich, hat Simon Kofe, der Außenminister von Tuvalu, die erste digitale Nation ausgerufen, und zwar deswegen, weil Tuvalu eine dieser Inseln ist, etwas auf der Höhe zwischen Australien und Hawaii, die gerade mal 3 Meter über dem Meeresspiegel liegt und demnächst untergehen wird. Die Nation hat in Neuseeland bzw. Australien als Klimaasyl gesucht und auch erhalten. Das heißt, es besteht keinerlei Zweifel an der Dringlichkeit der Lage. Ausgehend von unserem gegenwärtigen Wissen über die physischen Lasten auf unserem Erdball ist stark zu vermuten, dass die Wachstumsphase kein weiteres Jahrhundert mehr anhalten kann. Jeder Tag bestehenden exponentiellen Wachstums treibt das Weltsystem an seine Grenzen. Der Text kommt Ihnen bekannt vor? Von wann ist er? Von 1972. Ein halbes Jahrhundert alt, aus dem ersten Bericht des Club of Rome. Das heißt, wir wissen seit einem halben Jahrhundert, was das Problem ist. Und wir wissen seit einem halben Jahrhundert, dass wir etwas tun müssen. Und ein halbes Jahrhundert, ich bin zuständig für große Zeiträume, aber ein halbes Jahrhundert ist selbst für mich als Historikerin wirklich ziemlich lang. Und meine Frage ist, warum haben wir trotzdem Wissen um die Fragilität unseres Planeten, die übrigens 1972 zum ersten Mal in jedes Wohnzimmer hineintransportiert wurde, dank dieser ersten Satellitenbilder aus dem Weltall. Ja? Warum haben wir trotzdem es geschafft, im letzten halben Jahrhundert diesen Planeten so aussehen zu lassen? Wie erklären wir das unseren Enkeln? Wenn der Mensch immer betont, dass er der Klügste auf dem Planeten ist, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Das ist eigentlich meine Ausgangsfrage als Historikerin. Und dann eben, warum haben wir so lange gezögert? Warum hängen wir so sehr am Ist-Zustand? Warum tun wir uns so schwer mit Transformation? Erste Erklärung, wir haben viel zu verlieren. Wir haben Verlustängste. Das hält zurück, ja? Zweite Erklärung ist, was die Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Es ist eine kollektive Entwicklungsverweigerung. Wir haben Angst vor Verlust und deswegen reden wir uns die Dinge schön. Also wir wissen, was zu tun ist, aber wir handeln nicht.
Und dann natürlich die dritte Erklärung, dieser Status Quo Bias. Das haben wir schon immer so gemacht, oder? Das haben wir noch nie so gemacht. Die zwei teuersten Sätze in den deutschen und sicher auch in den schweizerischen Vorstandsetagen. There is no alternative. So heißt dieser Mythos. Tina nennen ihn diejenigen, die an der Börse unterwegs sind. There is no alternative, der Tina-Bias. Wir würden gerne anders, aber wir können nicht anders. Ich nenne dieses Phänomen, und jetzt komme ich zu meinem Ansatz als Historikerin, Mythos Alternativlosigkeit. Also ein Problem, was uns daran hindert, in die Veränderung hineinzukommen, ist der Mythos Alternativlosigkeit. Wir würden ja gerne, aber uns sind die Hände gebunden. Ja? Die Welt ist nun mal so, außerdem gibt es keine Alternativen zum Kapitalismus, das hat man ja gesehen, der Sozialismus hat nicht funktioniert, der Kommunismus auch nicht und die ganzen anderen sozusagen indigenen Ideen, von denen ist auch nicht so richtig viel zu erwarten und dann natürlich keiner will zurück ins Mittelalter. Ich auch nicht. Das bitte ich fürs Protokoll festzuhalten. Ich will nicht zurück ins Mittelalter. Und mir geht es auch nicht darum, dass wir unsere Vorfahren nachahmen. Aber um was es mir geht, ist um eine Erweiterung des Vorstellungshorizontes. Es tut gut, die Froschperspektive zu verlassen. Was mir als Historikerin auffällt, ist die Kurzsichtigkeit unserer Gegenwart, die Huck-et-Nunk-Perspektive oder in negativer Variation gesagt, die vor uns die Steinzeit, nach uns die Sintflut-Mentalität. Ja? Kurzsichtigkeit, so scheint mir, ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg, uns Ideen und Spielräume zugunsten der Zukunft zu verschaffen. Und hier sehe ich mich als Historikerin zuständig. Die Psychologen sind zuständig, die BWLer sind zuständig, die Ökonomen sind zuständig. Aber da kann ich nicht sozusagen, ich bin da keine Spezialistin, aber als Historikerin bin ich für diesen Mythos Alternativlosigkeit fühle ich mich schon zuständig. Und dazu möchte ich Ihnen heute einige Anregungen bieten. Um was es mir geht, ist neue Denkweisen zum Fliegen zu bringen. Die sind irgendwo vorhanden, ja, aber wir brauchen den Mut, sie dann auch wirklich weiterzudenken und umzusetzen. Und mit dem Kronzeugen Albert Einstein, denke ich, sind wir alle einverstanden. Probleme können wir niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das heißt, was wir brauchen, sind neue Denkweisen. Und aus historischer Perspektive lässt sich kurz und gut zusammenfassen, Homo sapiens kann nachhaltig. Er kann auch anders, er kann auch Zerstörung, ohne Zweifel. Und er kann auch nicht nachhaltig, ja? Aber er kann auch nachhaltig. Und in meinem Buch zeige ich das in verschiedenen Bereichen. Sharing Economy, lassen sich Commons gemeinsam effizient bewirtschaften, ohne sie zu zerstören. Recycling, darüber werde ich heute sprechen. Soziale Nachhaltigkeit, da geht es in meinem Buch um Mikrokreditsysteme in der Vormoderne, Spenden und Stiften, da geht es eher um Fragen des Crowdfunding und der Finanzierung von Großprojekten, kommunalen Großprojekten und dann Minimalismus, alternative Lebensweisen, die eben Vorstellungen über ja, Alternativen zu Wachstum orientierten, im Grunde Optimierungsgesellschaften vorstellen. Und wir gehen uns heute vor allem zum Thema Recycling einige Kapitel, einige Jahrhunderte, einige Jahrtausende durch. Wie lässt sich im Kreis in die Zukunft laufen? Lässt sich im Kreis um die Zukunft laufen? Brauchen wir nicht diese linearen Aufstiegslernkurven? Ja? Darüber können wir diskutieren. So, wir sind am Ende der Einleitung. Und jetzt kommen wir zu Recycling und meine Frage wäre in diesem Falle ganz, ganz einfach. Nicht, wie können wir das optimieren, was müssen wir dazu neu erfinden? Meine Frage ist, wann haben wir das eigentlich verlernt? Recycling war halt so eine Notlösung, sagen die Leute oft. Früher hatten die Leute so wenig und deswegen mussten sie recyceln. War man halt so arm, da ging es nicht anders. Da musste man halt die Socken stopfen oder die Kessel flicken. Ja? Das ist so die allgemein verbreitete, kollektive
Wissensvorstellung. Wir sprechen in der Geschichte oder auch in der Psychologie von tacit knowledge. Das hat uns niemand beigebracht. Das ist so ein Wissen, was so durch die Gegend wabert. Ja? Und deswegen ist Recycling im Vergleich zu neu immer nur die zweitbeste Lösung. Aber das ist ein Mythos, das ist nicht so. Recycling, und das versuche ich zu zeigen, ist eine der Kulturtechniken der Vergangenheit, aber hoffentlich auch der Zukunft. Recycling war, so meine These, etwas zugespitzt formuliert, der Goldstandard. Wegwerfgesellschaften sind historisch betrachtet fast immer Ausnahmesituationen, Ausnahmelösungen. Die gab es immer mal wieder und wir leben gerade in einer, die ungefähr ja, nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat mit dem Wirtschaftswunder. Aber sie ist auch historisch betrachtet vielleicht nur eine Ausnahmesituation. Ich zeige Ihnen das ganz kurz am Begriff, an der Begriffsgeschichte von Abfall. Das Stichwort Abfall im heute geläufigen Sinne als nicht wiederverwertbarer Rest taucht bis ins frühe 20. Jahrhundert in keinem Wörterbuch auf. Johannes Heinrich Zedler, das große vollständige Universallexikon aus dem Jahre 1732, definiert Abfall als Treuebruch. Sie können vom Glauben abfallen oder vom Staat. Oder Abfall ist eine Ausnahme von der Regel oder aber ein Niveauunterschied beim Wasser. Grünitz, 1773, ökonomische Enzyklopädie. Das, was bei der Arbeit abfällt und ganz, ganz wichtig, in die Grätze geht. Und die Grätze ist Wiederverwertung. Ja? Oder halt Abfall ist wirtschaftlicher Abstieg. Meyers Konversationslexikon, ein Jahrhundert später, 19. Jahrhundert, Beginn der Hochindustrialisierung. Abfall ist das, was bei der technischen Verarbeitung von Roh- und Halbprodukten entsteht und der weiteren Verarbeitung zugeführt wird. Fällt Ihnen was auf? Kein Lexikon mit dem Hinweis, ohne Hinweis auf die Weiterverwertung. Wenn Sie jetzt das lesen, das ist von 1914, also keine Kriegswirtschaft, das war vor Kriegsbeginn. Nach dem jetzigen Stand der Technik kann man wohl behaupten, dass in den fortgeschrittenen Industrienationen kaum noch irgendwelche Abfälle nutzlos verkommen. Ja, es lässt sich sogar aus dem Maß und Umfang, in welchem ein Volk die Abfälle seiner Produktion sammelt und verwertet, ein gewisser Rückschluss auf die Höhe seiner Kultur schließen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also je besser ich recycle, desto höher mein Zivilisationsstand. Ja, und dann in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, da erklären die Wörterbücher auf einmal den Abfall als das, was in Haushalten, Büros und bei der Produktion als geringwertiger Rest entsteht. Und der Hinweis auf Weiterverwertung taucht nicht mehr auf. Stattdessen immer wieder der Hinweis auf Beseitigung. Wie werde ich ihn los, den Abfall? Die Abfallbeseitigungseuphorie beginnt. Und diese Abfallbeseitigungseuphorie ist eigentlich der Abschied vom Recycling. Ja? Und wenn Sie jetzt ein bisschen nachrechnen, dann können Sie sagen, es ist gar noch nicht mal so lange her. Ja, wir denken immer, die Menschheit hat irgendwie 100.000 Jahre verschwendet. Aber das stimmt nicht. Abschied vom Recycling ist eine sehr, sehr junge Erscheinung. Und die beginnt mit der Überflutung der globalen Märkte mit billigem Öl. Mit der Ölschwemme. Und die verbilligt die Förderung auch anderer Rohstoffe. Und dadurch sinken die Rohstoffpreise. Und wenn die Rohstoffpreise nichts mehr kosten, dann sind die Produkte, zu denen sie verarbeitet werden, auf einmal Wegwerfprodukte. Und unsere Wirtschaft ist so gepolt, dass sie die größten Gewinne mit Wegwerfprodukten erzielt. Mein Lieblingsbeispiel aus der ganz aktuellen Geschichte sind die Einmal-E-Zigaretten. Auf die hat die Menschheit gewartet, oder? Wie haben wir überlebt ohne One-Way-E-Zigaretten? Ja? Ich meine, wer kommt auf die Idee, sowas zu erfinden? Und da stecken
Unternehmen Gelder rein in Forschungsabteilungen, um Wegwerf-E-Zigaretten zu entwickeln. Übrigens mit Bananengeschmack und Aprikose, sodass auch vielleicht so Hip-Baby-Nahrungshersteller, die irgendwann auch vertreiben können, dass man möglichst früh an Zigarettenkonsum gewöhnt wird. Ja? Was ist das für ein Quatsch? Also mit Wegwerfprodukten erzielen wir die größten Gewinnmargen und das ist das große Problem. Die Kunst der Weiterverwertung, so meine These, ist nicht nur eine Kulturtechnik der Vergangenheit, sondern auch eine der Zukunft. Und sie könnte möglicherweise zu unserer entscheidenden Überlebensstrategie werden in der Zukunft. So, damit kommen wir zum Baustoffrecycling und zu einer konkreten Anwendung, zu konkreten Beispielen. Hier sehen Sie eine sehr frühe Form des Recyclings, Mammutknochenwohnungen in der heutigen Ukraine. Also ein Haus, was mit Überresten gebaut wird. Ja? Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass Mammutknochen nicht nur zum Häuserbau, sondern auch zum Flötenschnitzen ja, getaugt haben, dass Mammutmist getrocknet wurde, um Feuer zu erzeugen, dann kriegen Sie so ungefähr einen Eindruck davon, wie selbstverständlich man natürlich die vorhandenen Ressourcen immer genutzt hat. Zweites Beispiel, The Beauty of Rubbish. Michelangelo hat seinen David um 1500 gehauen aus einem Block, der aus den Carrara-Bergwerken nebenan kam. Der war eigentlich nicht wiederverwertbarer Rest. Der war so komisch gehauen und außerdem waren die Verläufe in den Steinadern so seltsam, dass den keiner wollte. Ja? Und er hat es als Challenge benutzt. Naja, und es ist jetzt nicht so eine ganz bisschen, nicht ganz unbedeutende Kunst daraus geworden. Also, The Beauty of Rubbish, ein Challenge, den man verwandelt in eine außergewöhnliche, sozusagen, ja, Kunstleistung. Und dann The Beauty of Age, die Schönheit des Alters. Am Beispiel des Karlsthrons versuche ich, die immer deutlich zu machen. Sie sehen hier den Karlsthron in der Pfalzkapelle in Aachen, ein eichener Holzkern und antike Marmorplatten. Sie sehen hier eine der Seitenplatten aus Marmor, 2 Zentimeter dick, mit Bronzeklammern, entstanden um 760, also im späten 8. oder frühen 9. Jahrhundert. Er steht heute auf der Empore des karolingischen Oktogons in Aachen. Karl der Große soll darauf im Jahr, also 800 wurde er in Rom gekrönt zum Kaiser. In Aachen wurde er zuvor als deutscher König eingesetzt. Plus minus 800. Dieser Thron hat einige Besonderheiten. Er sieht nicht ganz spektakulär mehr aus heute. Er sah ein bisschen früher ein bisschen schöner aus. Das liegt daran, dass er im Zweiten Weltkrieg aus konservatorischen Gründen irgendwie verpackt wurde in eine sehr, wie wir später erfahren haben, giftiges Material. Und deswegen wurde der Marmor seltsam angegriffen. Also er war vorher noch wirklich prächtig. So sieht er jetzt heute aus, ein bisschen harmlos. Was wir aber sehen und was Gott sei Dank erhalten blieben ist, trotz dieser Restaurationsschäden im Zweiten Weltkrieg, es finden sich Kritzeleien überall. Graffiti, und zwar aus vorkarolingischer Zeit, auf den Seiten- und Rückenlehnen dieses Throns. Wir finden Kreuze und Pilgerzeichen. Übrigens eine der wichtigsten Hinweise auf die georgische Sprache ist auf dieser Seitenplatte des Thrones erhalten. Johanniterkreuze, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, wo ich hin will, die denen an den Säulen in der Grabeskirche in Jerusalem ähneln. Und man kann daraus schließen, und es haben auch chemische Untersuchungen ergeben, dass dieser Marmor aus der Nähe von Jerusalem kommt, also importiert wurde. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen näher hinschauen, dann sehen wir, dass auf dieser Seitenlehne ein Mühlespiel eingraviert ist. Sie sehen es links, ja, in dieser Grafik, ein Mühlespiel an der Außenwand.
Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass dieser Marmor nicht nur aus dem Heiligen Land importiert wurde, sondern dass er schon mal vorher in Gebrauch war. Wo sind Mühlespiele im Gebrauch? Lange Zeit hat man gedacht, es war eine Bodenplatte aus einem römischen Palazzo in Syrien oder in der Nähe von Jerusalem. Mittlerweile ist man der Meinung, die 2 Zentimeter Dicke der Seitenwand deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Tischplatte gehandelt haben könnte und keine Fußbodenplatte. Dafür wäre es zu dünn. Und so eine Tischplatte, auf der ein Marmorspiel eingeritzt ist, die stammt vermutlich, so denkt man, aus so einem römischen Spielsalon. Das heißt, man hat hier eine Marmorplatte recycelt, die aus der antiken sozusagen Gebrauchsarchitektur stammt, aus dem Spielsalon vielleicht auch aus einer einfach wichtigen Villa. Aber und dieses Momentum wurde genutzt, um gewissermaßen die Würde des Königs, der auf diesem Thron intronisiert wurde, eingesetzt wurde in seine Macht, nochmal zu verstärken. The beauty of age, es geht um den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, mit der im Grunde die Gegenwart aufgewertet wird. Vergangenheit wertet die Gegenwart auf. Und das ist die beauty of age, die in diesem Karlsthron gespeichert ist. Das war nicht kein Einzelfall. Es gibt viele Herrscher-Einsetzungsstühle und Throne, wie hier zum Beispiel der Kärntner Fürstenstein, die genau diese Methode verwendet haben. Hier eine umgedrehte römische Säule, auf der die Herzöge von Kärnten zum Beispiel eingesetzt wurden. Noch ein schöneres Beispiel, die kennen Sie vermutlich, die Mezquita in Córdoba. Ein magischer Raum. Sie haben die Atmosphäre angesprochen, diese magische Atmosphäre erzeugt, und es sieht man heute kaum mehr, diese über 856 Säulen aus Marmor, Granit, Jaspis und Onyx sind sämtliche Recyclingware. Also alles recycelt. Früher sprachen wir von Spolien und von Raubkunst. Heute sprechen wir von intelligentem Recycling bei diesen architektonischen Meisterwerken. Also es tut übrigens die Kunstgeschichte und die Architekturgeschichte, ja? Diese Idee, dass man geraubt hat, die hat sich etwas zerschlagen. Die Magie einprägsamer Orte wird über Recycling hergestellt. Am Beispiel des Doms von Orvieto möchte ich Ihnen das ganz kurz in der Praxis vorschlagen. Dieser Dom er sieht nicht so aus, aber er wurde zum großen Teil mit antiken Bauteilen aus Rom gebaut. Rom war sozusagen am Untergang, in dem Sinne, dass die Entvölkerung dieser Stadt viele leerstehende Gebäude produziert hat. Und in Rom entwickelte sich seit dem 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert nach Christus eine rege, im Grunde Recycling, Baustoffrecycling-Industrie. Der Dom von Orvieto wurde um 1300 begonnen, und wir haben römische Steinmetzunternehmen, die sorgfältig dokumentiert werden in der Bauhütte dieses Doms. Also die Rechnungen sind erhalten, wir wissen, wer wofür Geld bekommen hat. Und wenn Sie da reinschauen, das hat Arnold Esch, einer der größten Kenner Roms, getan, dann sehen Sie, welche Leute bezahlt wurden für diese Recycling-Baustoffbestaffung. Ein Steinmetzunternehmen wurde für die Lieferung von Marmorblöcken bezahlt. Der wiederum hat Agenten eingesetzt für die Sichtung geeigneter Baustoffe. Ein römischer Steinmetz Marmoraria wird für 4 Tage Begleitung und Hilfe beim Ausfindigmachen geeigneter Steine entlohnt. In einer anderen Rechnung wird die Bezahlung explizit für die Hilfe beim, wörtlich übersetzt, Ausspionieren von Spolien, Adspiorandum pro Marmor, ausgestellt. Ein Eintrag im Rechnungsbuch vom 10. September aus dem Jahre 1344 vermerkt die Zahlung von 45 Florentiner Gulden an einen gewissen Alexius, der einen Marmorblock aus dem Jupitertempel lieferte. Der Block wurde vor Ort zersägt und dann zum Weitertransport fertig gemacht.
auch Statuen. Ah, das war eine Möglichkeit für den Transport, in dem Falle für Säulen, aber auch für Marmorblöcke, die zumindest entworfen wurden damals von von Architekten und Ingenieuren. Dieses Modell hat offenbar nicht funktioniert. Das haben die Ingenieure uns erklärt. Aber trotzdem, es war eben eine Industrie und ein ausgefeiltes System, innerhalb dessen im Grunde hier Baustoffrecycling systematisch vorangetrieben wurde. Auch Statuen römischer Götter wurden gerne genommen zum Recyceln. Mit nur ganz wenigen Meißelhieben konnte man aus diesen antiken römischen Statuen christliche Heilige machen. Im Rechnungsbuch der Domfabrik wird in einem Eintrag aus dem Jahre 1560 so ein Arbeitsauftrag festgehalten. Wenn möglich, ladet auch 2-3 Marmorstatuen mit ein, um daraus Heiligenfiguren für die Nischen in der Fassade zu machen. Magister Raphael, der Steinmetz, so wird hinzugefügt, braucht Nachschub. Ja, also es geht hier nicht sozusagen um eine Fremdaneignung oder um Kunstraub. Es geht hier um eine sorgfältig organisierte und über Jahrhunderte bewährte Form des Baustoffrecyclings. So, das als Beispiele zum Baustoffrecycling und damit komme ich zum Schluss. Frauen-WGs. Von der Vergangenheit lernen und trotzdem an eine neue Zukunft glauben. Vittorio Lampugnani hat die Definition geliefert. Was wir brauchen, sind langlebige, gute Gebäude mit hochgradig organisierter Zweckmäßigkeit, aber gleichzeitig offen für Nutzungsänderung. Und ich würde sagen, von der Vergangenheit lernen und trotzdem an eine neue Zukunft glauben. Ich würde sagen, und deswegen an eine neue Zukunft glauben. Am Beispiel der Beginenhöfe könnte ich jetzt, und das werde ich dann in der Diskussion tun, Ihnen zeigen, wie hier eine urbane Landschaftsform entstanden ist, in der die Gemeinsamkeit von Wohnen, Leben, Arbeiten und Gärten sehr, sehr deutlich wird. Die Beginen in Dendermonde. Ich habe, glaube ich, noch 3 Minuten, oder? Wir haben ein bisschen später angefangen, oder? Okay, ich zeige euch ein paar Bilder. Also hier sehen Sie einen heute noch existierenden Beginenhof und Sie merken, das Grün in der Mitte, die Bäume in der Mitte, die sind sozusagen gesetzt. Die Häuser drumherum, diese Architektur stammt natürlich aus Wiederaufbauten aus dem meistens 18. oder 19. Jahrhundert. In dem Fall aber die Bauform blieb erhalten und diesem Sachverhalt verdanken wir diese Lungen in großen flandrischen Städten vor allem, die bis heute wirken, also Sauerstofflieferanten per excellence. Das ist der Beginenhof in Brügge, von denen gab es 3 gleich in Brügge. Sie sehen hier einen, den anderen Beginenhof in Brügge und hier den dritten. Immer wieder die zentralen Grünflächen mittendrin. In Courtrai war ich vor kurzem. Das ist eine beeindruckende Architektur. Und die Frage ist, wann sind die entstanden, diese Beginenhöfe? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die alle um das Jahr 1300 entstanden sind, auf Initiative, ganz viele, 40% davon finanziert, mit Geldern von Frauen für Frauen. Wir sprechen hier von, die Forschung spricht von Cities of Ladies. Auch die Quellen benutzen diesen Ausdruck, Cities of Ladies. Frauen, die hier zusammenlebten, nicht mit Gemeinschaftsbesitz. Jeder hatte ihr Haus, eine reiche Begine lebte mit Personal und viel Geld in ihrem Haus. Eine arme Begine lebte vielleicht mit anderen zusammen. Aber alle haben sie gearbeitet, diese Frauen außerhalb, in den Städten. Und sind aber eben gemeinsam, haben sie sozusagen ihre Lebenszeit hier verbracht und es gab natürlich Regeln für das Zusammenleben. Hier nur einen kurzen Eindruck, wir haben in Belgien allein 298 Beginengemeinschaften in 111 Städten. Wir hatten mehr als 1000 Beginengemeinschaften in Deutschland. Ich bin sicher, für die Schweiz könnte ich ähnliche Zahlen finden, habe ich jetzt leider nicht dabei. Aber wenn Sie hier noch sehen, wie viele Leute, also in kleinen Beginenhöfen lebten 32 Leute zusammen, in großen Beginenhöfen, Medellin,
zwischen ja knapp 2000. Also eine große Spannbreite. Und man sieht, dass dieses Modell, ich werde in der Diskussion noch ein bisschen mehr dazu sagen, bis heute Schule macht und heute wieder mehr nachgefragt wird. Hier haben sie den Beginenhof in Berlin-Kreuzberg. Köln wird sehr viel gebaut. Es sind Lebensformen, die wir definitiv für die Zukunft brauchen. Und St. Truden ist der einzige Beginenhof, der heute noch klare Spuren für Landwirtschaft mitträgt. So, jetzt bin ich am Ende und möchte zum Schluss Ihnen mit einer Begine im Grunde erklären, dass Kreislaufwirtschaft aus historischer Sicht der Goldstandard war, dass unsere Vorfahren viel zu intelligent waren, als dass sie auf diese wertvollen Ressourcen verzichtet hätten. Linearwirtschaft bedeutet Verzicht. Linearwirtschaft bedeutet Verzicht. Recycling und Repair waren gewissermaßen Selektionsvorteile in der Geschichte des Homo sapiens. Und jetzt mit der Begine gesprochen, die im 14. Jahrhundert einem befreundeten Professor von der Universität Paris den Unterschied zwischen Praxis und Theorie versuchte zu erklären. Das wäre mein Abschluss. Sie sagt ihm, dem Forscher: Ihr redet, wir handeln. Ihr lernt, wir tun was. Ihr analysiert, wir wählen. Ihr kaut, wir schlucken, ihr verhandelt, wir kaufen. Ihr glüht, wir fangen Feuer, ihr vermutet, wir wissen. Ihr fragt, wir nehmen, ihr arbeitet, wir halten inne. Ihr werdet immer dünner, wir nehmen zu. Ihr läutet, wir singen, ihr singt, wir tanzen. Wir sind immer ein bisschen voraus. Ihr blüht, wir tragen Früchte, ihr kostet hier und da ein bisschen, wir essen. Und in diesem Sinne würde ich mit Christoph und mit Daniel Spörri guten Appetit wünschen und guten Hunger auf Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus